So, es ist immer noch Walpurgis, der 30. April. Da scheinen aus Klosterzeller vielleicht Studenten gekommen zu sein. Es werden jetzt auch immer noch mehr Leute kommen. Und das Publikum hat jetzt etwas gewechselt. Viele Familien mit ihren kleineren Kindern, die sind nach Hause gefahren. Kinder einfach dann auch erschöpft waren. Die haben so schön gespielt heute. Ja, und irgendwann ist die Batterie dann eben leer. Und dann müssen sie nach Hause ins Bett. Stattdessen sind dann aber wieder neue Gäste dazugekommen. Und jetzt werden wir mal gucken, ob die Kollegen unter dem Fest im Kurpark leiden. Wir gehen jetzt mal in die ansonsten gut besuchte Rathausstraße. Ob ich dem sage, wo die vom Roten Kreuz zu finden sind? So schon mal präventiv. Ja, hier leidet man. Aber hier sitzt man in Haus und isst. Aber wir können ja schon mal vorgehen. Das ist die Köhlerhütte. Es ist eine ganze Weile her, dass ich da mal drin war. Früher war das so eine Disco, also Nachtleben in Hahnenklee. Da wird vermutlich alkoholisiert Golf gespielt, Minigolf gespielt. Ich glaube, das macht dann noch mehr Spaß. Nee, die haben auch ohne Alkohol viel Spaß. Auch hier hat man es ganz gemütlich gemacht. Es gibt überall so eine Felle. Hier sitzt man noch gern. Ah, da läuft wieder eine Hexe rum. Aber es ist ja klar, bei dem Fest jetzt, das saugt natürlich die Gäste aus der Fußgängerzone ab. Wir können mal kurz gucken, was jetzt hier für ein Programm zu erwarten ist beim Walpurgis. Das hier mal mitgebracht. Ach Gott, das ist hinten abgeschnitten. Ob ich das ersetzen kann, ich zeig's mal hier.
So, dieses Video beende ich jetzt erstmal, dann bringe ich erstmal nach Hause, dann wird es bearbeitet und eingestellt. Und dann gehe ich in den Kurpark mit euch rein und wir sehen uns mal wieder an, was dann da jetzt gerade los ist. Es kann sich durchaus zutragen, dass wir das Video dann komplett mit Musik von Amazon bestücken müssen. Denn wenn die da vorne Musik haben, wo GEMA drauf ist, dann können wir es euch nicht übertragen. So, da geht's jetzt gleich hin.